Der Newcomer-Preis für Hannes Munzinger und seine Reportage Russische Waschmaschine. Und wir hören noch die Laudatio von Harald Schumann. Ja, schon wieder ich, aber ich verspreche Ihnen, es ist das letzte Mal heute Abend. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, jemand schickt Ihnen 50.000 Kontoauszüge und sagt, hey, da steckt eine Geschichte drin. Finden Sie es raus und tragen Sie es an die Öffentlichkeit. Ich glaube, die meisten von uns und vermutlich auch die meisten Journalisten unter uns würden sich ein bisschen winden und würden nach Experten rufen. Tatsächlich aber gehört es mittlerweile zum Handwerkszeug guter Journalisten, die Software zu bedienen, die man zur Auswertung solcher Datenberge benötigt. Und wie wichtig das ist, beweist Hannes Munzinger einmal mehr mit dieser Geschichte über die russische Geldwaschmaschine oder genauer gesagt über die Rolle deutscher Unternehmen und Banken bei der Einschleusung von Schwarzgeld aus Russland in die Eurozone. Die Datensätze kamen über Kollegen in Osteuropa, die das System schon 2014 aufgedeckt hatten. Aber Munzinger musste daraus lesbare und auswertbare Tabellen bauen und nutzte die Programmiersprache R, die er, wie er mir erzählte, sich während des Studiums in Leipzig mehr oder weniger selbst beigebracht hatte. Und heraus kam so eine lange Liste von 662 fragwürdigen Zahlungen von einer, jetzt müssen Sie mir helfen, Herr Kramer, ist es eine lettische oder eine litauische Bank? Ich habe mir litauisch gemerkt. Doch, lettisch. Also gut, okay, eine lettische Bank und zwei Londoner Briefkastenfirmen, mit denen russische Kunden ihre Großeinkäufe bei deutschen Unternehmen bezahlten. Die eigentliche Recherche begann aber dann erst. Munzinger telefonierte sie alle durch. Den Modekonzern Bogner, den Chemiekonzern BASF, Juweliere, Rohstoffhändler, Industrieausrüster. Und fast überall erhielt er dieselbe Antwort. Die Kunden hatten über dubiose Konten und Firmen bezahlt? Ach ja, ist uns gar nicht aufgefallen. Oder nein, Verdachtsmomente gegen die Kunden gab es nicht. Mit anderen Worten, auch nach Jahrzehnten der Berichterstattung und zahllosen Reformen des Finanzrechts gilt in der deutschen Wirtschaft noch immer die uralte Devise, Geld stinkt nicht. Das gilt es immer wieder an den Pranger zu stellen und schon allein deshalb ist dieser Artikel wichtig gewesen. Denn genau diese Mentalität ist es auch, die Deutschland zur Drehscheibe für die Geldwäsche in Europa bis heute macht. Und das gilt, das weist Munzinger auch nach, eben auch für die Banken, die hierzulande tätig sind. Sowohl die Commerzbank als auch die Deutsche Bank und sogar die Bayerische Landesbank haben auch dann noch Geschäfte mit der lettischen Geldwäschezentrale gemacht, als deren Verstrickung längst aufgedeckt war. All das ist allerdings nur möglich, weil es auch gar nicht verfolgt wird. Der eigentliche Skandal in dieser ganzen Geschichte verbirgt sich in einem einzigen Satz von Herrn Munzinger. Ich zitiere, Ermittlungen deutscher Behörden zu diesen Fällen sind bislang nicht bekannt. Das Bundeskriminalamt teilte lediglich mit, man habe keine Erkenntnisse über dieses Geldwäschesystem. Wie kann das sein? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im März 2016 war das System bereits seit anderthalb Jahren bekannt. Aber Deutschlands Ermittler wissen von nichts. So ist diese Geschichte über den Russian Laundromat, diese paneuropäische Schwarzgeldverschwörung, nicht nur eine Enthüllung über die Vorgänge selbst, sondern auch ein wichtiger Beitrag über das Versagen der deutschen Justiz bei der Verfolgung der Geldwäsche. Und gleichzeitig ist dieser Artikel ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig in den Zeiten der über alle Grenzen hinweg integrierten Ökonomie die internationale Zusammenarbeit unter uns Journalisten ist. Das Organized Crime and Corruption Reporting Project, über das die Daten zur Süddeutschen Zeitung gelangten, ist eines von diesen neuen Netzwerken, mit denen wir Journalisten uns zumindest eine Chance verschaffen können, auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen über die tatsächlichen Vorgänge in der globalisierten Wirtschaft zu berichten. Insofern hat Hannes Munzinger mit dieser Geschichte auch an diesem Punkt Hervorragendes geleistet und verzeihen Sie dem alten Sack diesen Spruch und das im zarten Alter von 29. Als er nach dem Studium ein Volontariat bei der SZ Digital Media begann, sei er als Versuchskaninchen für Datenjournalismus eingestellt worden, erzählte er mir. Also eins kann man sagen, der Versuch ist wahrlich erfolgreich verlaufen und verdient ganz sicher diesen Preis. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, Hannes Munzinger. Gucken wir mal, wir müssen jetzt beide gehen. Ja. Ja, Sie beschreiben da in dieser Reportage ein Geldwäschesystem in ganz großem Stil, von dem auch deutsche Unternehmen ganz gut profitieren. Was gab für Sie den Anstoß, sich in, ich glaube, über 70.000 Datensätze zu vergraben? Naja, zunächst waren die einfach mal da und auf meinem Schreibtisch. Und ich war in der Lage, damit umzugehen, wie Herr Schumann. Gab es denn einen Moment des Zögerns oder war es gleich? Nein, das ist natürlich spannend. Also man weiß nicht, was drin ist, aber wenn sowas mal da liegt und der Vorwurf im Raum steht, dass es Schwarzgeld ist und dass möglicherweise was in Deutschland angekommen ist davon, dann ist das erstmal spannend und dann überlegt man sich, wie kann ich jetzt diese 70.000 im Prinzip Kontoauszüge auswerten. Das haben Sie dann in mühevoller Arbeit getan. Sie haben auch herausgefunden, dass Schwarzgeld wurde nicht nur zum Luxus-Shopping im Westen verwendet, für Uhren, dicke Autos und so weiter. Da ging zum Beispiel auch mal von einem deutschen Lebensmittelkonzern 15 Tonnen Blätterteig nach Moskau. Auch das ist offenbar Geldwäsche mit Blätterteig, fand ich auch sehr interessant. Das trägt ja zum Teil auch absurde Züge, habe ich gedacht. Es trägt absurde Züge und wir haben viel von diesem System verstanden, aber wir haben am Ende nicht jede Absurdität verstanden, warum jetzt genau mit diesem Geld und über diesen komplizierten Mechanismus, den Sie jetzt auch im Video gesehen haben, ausgerechnet Blätterteig oder auch Weißkäse aus Brandenburg nach Russland verkauft werden müsste. Ja. Auch die deutsche Justiz scheint sich ja herzlich wenig für das Thema zu interessieren. Die russische Waschmaschine wäscht Sie sozusagen ungehindert weiter? Nein, also dieses System ist, wie ich schon gesagt, 2014 durch das Betreiben der Kollegen des OCCRP, des Organized Crime and Corruption Reporting Project, ist aufgeflogen und es gibt auch in Moldau, wo diese Urteile gefällt wurden, die das Ganze dann legal gemacht haben, wurden Ermittlungen begonnen und wurden auch schon Richter verurteilt und ihrer Ämter enthoben. Und aber sozusagen das, was da dann tatsächlich konkret passiert ist, konnten wir eben erst im Nachhinein nachvollziehen. Und so wie wir es gehört haben, sind deutsche Behörden durchaus dabei, das Ganze inzwischen auszuwerten, aber eben erst nachdem wir darüber berichtet haben. Vielen herzlichen Dank, Hannes Munzinger. Ich danke Ihnen. Danke. Danke. Danke.